Von oben gesehen scheinen die Städte wie Wälder aus dem Boden zu wachsen. Für mich sind sie ein Teil der Natur, wie der Ameisenhügel ein Teil des Waldes ist. Sie sind keine natürlichen Gebilde, aber sie gehören zur Natur. Jeder Quadratmeter Beton, Eisen oder Glas entstammt den Bodenschätzen der Erde. Wir glauben, dass wir uns weit von der Wildnis entfernt haben. Wir befinden uns jedoch immer noch mitten in ihr. Heute lebt die Hälfte der Menschheit in Städten. Der Bedarf an Energie und Rohstoffen, der unsere Art zu leben ermöglicht, ist explodiert. Guten Abend, wir sind in Tokio, Japan. Heute wollen wir uns mit unserem Konsumverhalten beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit den Produkten, die wir Tag für Tag kaufen, die ein Teil unseres Lebens geworden sind. Hier, wie in Frankreich, wie in allen reichen Ländern, ist der Konsum maßlos und auch die Verschwendung. Was wissen wir über die Produkte, die wir kaufen? Wo werden sie hergestellt? Welche Auswirkungen haben sie an anderen Orten unseres Planeten? Was geschieht mit dem Müll und dem Abfall? Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise um die Welt, um das herauszufinden, was die Etiketten uns verschweigen. In unseren Mobiltelefonen finden wir ein sehr seltenes Metall, Coltan. In der Demokratischen Republik Kongo verfolgten wir die Spuren seines illegalen Abbaus. Ausländische Gesellschaften tauschen mit den Rebellen Waffen gegen Erz. Das ist der Kreislauf des Krieges. Ohne es zu ahnen, fördern wir einen Krieg um ein Erz, das dreimal wertvoller ist als Gold. Weltweit sind wir Opfer einer Mode geworden, Sushi. Dieser Trend könnte den roten Thunfisch aussterben lassen. Wir haben in Japan recherchiert und exklusive Aufnahmen einer Industrie, die unsere Meere plündert. In Brasilien widmen wir uns dem Kampf des Paters Edilberto Sena. 500, 800.000 Hektar Wald werden vernichtet für Sojabohnen, für europäische Hühner, Kühe und Ochsen. Wir vergessen, dass wir die Menschen am Amazonas ins Unglück stürzen. Von der Baumwolle über die Nieten bis zum Färben. Die einzelnen Bestandteile einer Jeans reisen anderthalb Mal um die Erde, bevor sie künstlich auf Alt getrimmt und verkauft werden. Transport, Pestizide, giftige Abgase. Wir folgten der erschütternden Reise einer Hose und berechneten die Auswirkungen für die Umwelt. Vor der Küste Hawaiis, an einem Ort, der das Paradies auf Erden sein könnte, befindet sich eine riesige Müllkippe. Die Meeresströmungen haben Müll auf einer Fläche zusammengetrieben, die viermal größer ist als Frankreich. Es entstand der Plastikozean. Ein Viertel aller Blumen, die auf der Erde verkauft werden, kommen aus Kenia. Die Blumenindustrie bedroht eine ganze Region. Die intensive Anwendung von Pestiziden und die Bewässerung zerstören den Naivasha-See und vergiften die Arbeiter. Das Immunsystem der meisten Arbeiter ist zerstört. Sie werden anfällig für Krankheiten. Ein langsamer Tod. Es gibt kaum Hilfe. Ohne Energie könnte unsere Zukunft so aussehen. Die Insel Gunkanjima, eine Geisterstadt mitten im Meer, einzig und allein für den Bergbau errichtet. Heute ist sie verlassen. Ein Symbol für die Abhängigkeit unserer Gesellschaft von Energie. Wir werden in diesem Film beschreiben, wie unser grenzenloser Konsum das empfindliche ökologische Gleichgewicht unserer Erde gefährdet. Denn mit jedem Kauf verbrauchen wir ein kleines Stück unseres Planeten. Tokio, eine Megacity. 33 Millionen Einwohner, die größte Stadt der Welt. Japan allein produziert 15% des Weltsozialprodukts. Das ist so viel wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen produzieren. Der Stadtteil Shinjuku ist ein gigantisches Schaufenster. Seine 4000 Geschäfte ziehen jeden Tag 300.000 Besucher an. Ich besuche ihn mit Jean Fabre, der uns über unser Konsumverhalten aufklären soll. Sind wir hier im Königreich der Werbung?
Reklame wird gemacht, damit wir kaufen. Sie sagt uns, kauft, kauft, kauft. Heute werden weltweit 400 Milliarden Dollar jährlich ausgegeben, um uns zu überreden, mehr zu kaufen. 400 Milliarden, eine gigantische Summe. Das ist das Fünffache des Betrages, den die reichen Länder den Armen an Entwicklungshilfe zahlen. Mit der Hälfte könnten wir allen Kindern, die nicht zur Schule gehen, einen Schulbesuch ermöglichen. Das sind 100 Millionen. Jeder Mensch hätte Zugang zu medizinischer Versorgung. Wir könnten den Hunger im Wesentlichen beseitigen. Am allerwichtigsten jedoch, wir würden die Armut mindern. Das heißt doch für den Bürger als politischen Menschen, er muss konsumieren. Das hält die Wirtschaft in Gang. Ja, einerseits haben wir die Werbung, die uns sagt, konsumiert. Andererseits gibt man uns immer wieder Kredite, sodass wir immer weiter mehr ausgeben, als wir haben. Und dann erzählen uns auch unsere Regierungen immer noch, kauft, kauft, kauft. Nur so sorgt ihr für Wirtschaftswachstum. Viele Länder folgen unserem Beispiel, dem Modell einer Überflussgesellschaft. Auch China, der größte Verbrauchermarkt der Welt. Dort gibt es heute mehr Fernsehgeräte, mehr Mobiltelefone, mehr Kühlschränke als in den USA. Es gibt immer mehr Produkte und wir kaufen immer mehr. Noch nie gab es so viel Wohlstand auf der Erde. Das erinnert mich an einen Zug. Man findet wirklich alles. Diese Mengen, unglaublich. Allein die Textilien. Wir kaufen hier nichts, wir geben kein Geld aus. Wir sind ja nicht weit weg von der Natur. Das alles ist aus natürlichen Rohstoffen entstanden. Absolut. Eines Tages werden die Preisschilder hoffentlich auch Informationen über die Herstellung geben. Einen ökologischen Fußabdruck. Einen ökologischen Fußabdruck. Aber auch aus welchem Teil der Natur die Waren kommen. Dieser Fußabdruck, was sagt er uns? Der ökologische Fußabdruck gibt uns Auskunft über die Fläche der Erde, die ein Mensch braucht, um sein Vieh zu halten, um Fleisch, Milch und Käse zu erzeugen. Und außerdem auch noch die Fläche für Getreide und Gemüse, die er für sich braucht. Um zu überleben? Ja, ohne die Rohmaterialien für seine Unterkunft, für Energie und Transport. Wir teilen sozusagen die Erdoberfläche gleichmäßig auf und gehen davon aus, dass jeder Teil produktiv genutzt wird. Wir sind 6,5 Milliarden und jeder von uns würde 2 Fußballfelder Fläche brauchen. Ein Amerikaner hätte einen Abdruck von 10 Feldern, ein Europäer 6. Ein Afrikaner? In Burkina Faso, in Afrika hat jeder kaum ein Fußballfeld. Wie ist die Lösung? Würde jeder Mensch so viel wie ein Europäer verbrauchen, bräuchten wir 3 Planeten. Beim Konsumverhalten der Amerikaner wären es 5. Das ist unmöglich. Die Lösung kann nur sein, unser Verhalten mehr der Natur anzupassen. Wir können ihr nicht mehr abverlangen, als wir es heute schon tun. Der Mensch hat die unglaubliche Fähigkeit, immer wieder Neues zu erfinden. Jedes Jahr werden weltweit mehr als 700.000 Patente angemeldet. Dieser technologische Wettlauf bringt uns ständig neue Technologien, an die wir uns täglich anpassen müssen. In Japan kommt jeden vierten Tag ein neues Mobiltelefon auf den Markt. Im vergangenen Jahr wurden weltweit fast 1 Milliarde Mobiltelefone verkauft. In jedem dieser Telefone finden wir das seltene Erz Coltan. Dieses Erz findet man in Australien, aber vor allem in Kivu, einer kleinen Region in der Demokratischen Republik Kongo. Coltan finanziert den Bürgerkrieg, sehen Sie selbst. Die Demokratische Republik Kongo, eines der größten Länder Afrikas, ausgeblutet in einem Bürgerkrieg, von dem man viel zu selten spricht. In dem bisher jedoch 4 Millionen Menschen getötet wurden. Dieser Konflikt begann im Nachbarland Ruanda. Während des Völkermords suchten viele Rebellen Schutz im Kongo. Die bewaffneten Einheiten blieben jedoch bestehen. Um ihren Krieg in der Demokratischen Republik Kongo zu finanzieren, haben sie die heimliche Kontrolle über dieses seltene und teure Erz übernommen, Coltan. Hier in Kivu, im Norden des Kongos, befinden sich die ertragreichsten Coltanminen der Welt. Ohne Coltan funktioniert kein Mobiltelefon. In den Bergwerken arbeiten Männer, Frauen und sogar Kinder.
ohne jeden Arbeitsschutz. Tiber Dunja hat sein Leben dem Kampf gegen die Kinderarbeit gewidmet. Das ist empörend. Sie sind nicht einmal 8 Jahre alt. Woanders könnte das nicht passieren. Da wären Sie in der Schule. Ich heiße Bahati. Ich habe meine Eltern verloren. Mama und Papa wurden getötet. Ich lebe jetzt bei meiner Tante. Das Leben ist schwer. Es ist schmutzig hier. Ich leide sehr. Ich würde gern zur Schule gehen, wenigstens ab und zu, denn das ist die Hölle. Um zu überleben, waschen sie die Rinnsale wieder und wieder, auf der Suche nach Coltan. Der Kongo ist reich an diesem Erz. Schätzungen gehen davon aus, dass hier mehr als 70% der Weltreserven lagern. Kleinere Vorkommen gibt es in Brasilien und Australien. Voilà. So schuften sie. Ein Land, das solche Reichtümer im Boden hat. Coltan, Cassiterit, Kobalt, Cadmium. Aber der ganze Profit geht ins Ausland. Nichts bleibt hier für die Menschen, die so schwer dafür arbeiten. Dieses kostbare Erz ist 2- bis 3-mal wertvoller als Gold. Auf dem internationalen Markt erzielt man für 1 Kilogramm bis zu 50.000 Euro. Hier gibt es keine Maschinen, keine Pumpen. Immer wieder stürzen in den Stollen die Wände ein. Dennoch werden sie bis zu 60 Meter tief in die Erde getrieben. 4 Bergarbeiter arbeiten jeweils zusammen. Nach jeder Stunde müssen sie nach oben. Ihre Lungen brauchen frische Luft. Hier ist es sehr gefährlich, vor allem wenn es regnet. Wenn ein Stollen einstürzt, können wir lebendig begraben werden. Niemand wird kommen, um uns zu retten. Ich muss hier arbeiten, für meine Familie. Ich habe keine Wahl. Jeden Tag riskieren die Arbeiter ihr Leben. Für einen Lohn von weniger als 3 Euro am Tag. Wofür wird das Coltan gebraucht? Ich glaube, man macht Metall daraus. Metall wofür? Für Werkzeuge, um unsere Häuser zu bauen. Im vergangenen Jahr wurden im Kongo 130 Tonnen Coltan produziert. Das ist ein Anteil von 20% der Weltproduktion. Aber der Kongo hat keine Kontrolle über die Einnahmen aus diesem Geschäft. Die Warlords schmuggeln das Erz über die Grenze nach Ruanda. Kürzlich stellte ein Bericht der Vereinten Nationen den Zusammenhang zwischen dem Erzabbau und den kriegerischen Konflikten fest. Solange Erz aus dem Kongo gekauft wird, solange wird es Krieg geben. Die meisten Erzgruben werden von den bewaffneten Milizen kontrolliert und der ausländischen Industrie, den multinationalen Konzernen, die das Erz für Telefone brauchen. Sie kommen mit Waffen und tauschen sie mit den bewaffneten Gruppen gegen Erz. Das ist der tödliche Kreislauf des Krieges. Bukavu, die Hauptstadt von Südkivu. Eine Stadt, die vom Militär beherrscht wird, wo Zivilisten Schutz suchen, nachdem sie von den Rebellen aus ihren Dörfern gejagt wurden. Bukavu ist einer der ständig wechselnden Umschlagplätze für Coltan. Als Roherz gelangt es aus den Gruben hierher, wird dann in den vielen Werkstätten des Industriegebiets verarbeitet und verkauft. Zerkleinern, mahlen, dämpfen. So entsteht das Metall Tantal, das wegen seiner extremen Resistenz gegen Hitze und Korrosion begehrt ist. Erze wie Coltan und Cassiterit werden in der modernen Technik gebraucht. Für Waffen, Funktelefone, in Computern und in Raketen. Das reine Erz wird nochmals zerkleinert, getrocknet und zu einem feinen Pulver vermischt. Dieses wertvolle Pulver zieht die ausländischen Käufer an. In den Werkstätten wird das Coltan für 50 Euro pro Kilo verkauft. Auf dem internationalen Markt werden daraus bis zu 50.000. Nach der Bearbeitung hier wird das Coltan nach England, in die USA und andere Länder verkauft. Die Vereinten Nationen haben den großen Telefonherstellern geraten, kein Coltan aus dem Kongo zu kaufen, damit der Krieg nicht mehr durch den Coltanverkauf finanziert werden kann. Offiziell erklären die großen Gesellschaften, am Handel nicht beteiligt zu sein. Sie tun aber alles, um in den Besitz des Metalls zu gelangen. Immer mehr Zwischenhändler verschleiern die Geschäfte.
Bewaffnete Rebellen haben keine Sekunde gezögert, in den Kahuzi-Biega-Nationalpark einzudringen, um neue Abbaustätten zu erschließen. Dieser tropische Regenwald, einer der ursprünglichsten der Erde, beherbergt eine der letzten Populationen von Flachlandgorillas. Auch ihr Leben ist durch das Koltan bedroht. Robert Madunke ist Waldhüter. Seit 20 Jahren sorgt er für die Gorillas. Seit im Nationalpark Koltan entdeckt wurde, haben Wilderer die Hälfte der Gorillas getötet. Jetzt kommen die Menschen in die Wälder Afrikas, um nach Koltan und Cassiterit zu suchen. Sie zerstören die Lebensräume der Gorillas. Sie suchen nach Koltan für die Telefone. Und weil sie Hunger haben, essen sie das Fleisch der Gorillas. Den Kahuzi-Biega-Nationalpark bewachen nicht einmal 20 Ranger. Unbewaffnet sollen sie ein Gebiet von der Größe Korsikas schützen. Die Gorillas sind fast ausgerottet. 168 leben noch im Nationalpark. Vor diesen Konflikten war der Park eine Touristenattraktion. Die Gorillas waren an Menschen gewöhnt und hatten ihre Angst verloren. Sie sind für die Wilderer eine leichte Beute. Auch die Schimpansen sind vom Bergbau bedroht. Carmen Vidal kommt aus Spanien. Die Tiere sind ihr Lebensinhalt. Die kleinen Schimpansen sind für sie wie ihre Kinder. Kleine Waisen, deren Eltern von Jägern getötet wurden. Auf sich allein gestellt können diese Tiere im Wald nicht überleben. Wir sollten uns als Benutzer von Funktelefonen die Konsequenzen bewusst machen. Wir sollten auch mehr Druck auf die Regierung des Kongo ausüben, den illegalen Handel mit Koltan zu unterbinden. Zwei Drittel der Menschen nutzen heute Mobiltelefone. Wir alle sind Komplizen in einem Verbrechen, das nicht mehr zu leugnen ist. Deshalb sollten wir von den Herstellern totale Transparenz fordern und dann mit unserem Kauf entscheiden. Heimlich, weitgehend unbeachtet, hat der Druck, den unser Konsumverhalten auf die Natur ausübt, auch die Ozeane erreicht. Der rote Thunfisch. Seit Jahrhunderten reguliert dieser Raubfisch das Leben im Meer. Unter den großen Fischen der Meere ist er ein ausgezeichneter Wanderer. Heute sind sich die Wissenschaftler einig, der industrielle Fischfang bedroht den Thunfisch in höchstem Maße. 2600 Tonnen roter Thunfisch, tiefgefroren bei minus 60 Grad. Zum ersten Mal ist es einem Kamerateam gelungen, ins Innere eines japanischen Tiefkühlschiffes vorzudringen. Diese Bilder sind einmalig. Für mich sind sie faszinierend. Die Tiefkühltechnik hat den Fischfang revolutioniert und globalisiert. Gefangen im Atlantik, von taiwanesischen, südkoreanischen und chinesischen Schiffen. Verladen auf hoher See wird dieser Thunfisch wohl als Sushi oder Sashimi auf japanischen Tellern landen. Das Wort Überfischung, so oft gebraucht, hat eine völlig neue Bedeutung bekommen. Der Thunfischfang wird mir immer unverständlicher. Wir wissen, wenn wir mit dem gegenwärtigen Tempo fortfahren, wird es bald keinen Thunfisch mehr geben. Dennoch fangen wir ihn, dennoch essen wir ihn. Ich verstehe nicht, wieso wir so uneinsichtig sind. Das ist die Globalisierung. Dieses brasilianische Schiff fährt durch den Pazifik, den Indischen Ozean, um hier zu fischen. Und um die Japaner zu ernähren. Alle reichen Länder neigen zu exzessivem Konsum. Wir verbrauchen zu viel Energie, wir verbrauchen zu viel Fleisch, wir verbrauchen zu viel Fisch. Grundsätzlich verbrauchen wir von allem zu viel. Diese Art von Konsum ist nicht möglich mit 6,5 Milliarden Menschen heute. Und 2025 werden wir 8 Milliarden sein. Wir müssen uns also verhalten wie Menschen, die verstanden haben.
Wir können nicht weiter im Überfluss konsumieren. Wir werden für immer in eine Ära der weltweiten wechselseitigen Abhängigkeit eintreten. Laut FAO werden die Fischbestände 2050 erschöpft sein. Aber wir fangen immer weiter. Wir sind eine Generation, die den Kopf in den Sand steckt. Wie der Vogel Strauß. Wir wollen nichts über die Zukunft wissen. Ich weiß, dass sich allein in meiner Lebenszeit die Zahl der gefangenen Fische pro Kopf verdoppelt hat. Mein Sohn Lukas ist jetzt fast 2 Jahre alt. Bis er mein heutiges Alter erreicht, muss die Fangmenge halbiert werden. Was für ein wahnsinniger Unterschied. Wenn es noch Fisch gibt. Die Gefahr besteht. Manche Arten werden komplett ausgestorben sein. Das betrifft vor allem die großen Fischarten, die jetzt schon gewaltig bedroht sind. 90% der Populationen sind abgefischt. Der industrielle Fischfang beschäftigt nur 2% aller Fischer dieser Welt. Diese 2% haben es bewerkstelligt, die Hälfte der gesamten Fangmenge einzuholen. Die Japaner verbrauchen 1/3 des gefangenen Thunfischs. Sushi und Sashimi sind inzwischen aber auch weltweit ein Erfolgsprodukt. Während der Rohstoff verschwindet, steigt der Konsum rasant an. Es ist 5 Uhr morgens in Tokio. Ich fahre nach Tsukiji, einem der größten Fischmärkte der Welt. Jeden Tag werden hier 2400 Tonnen Seefisch gehandelt. Der Thunfisch, der hier zusammengekarrt wird, kommt aus mehr als 50 Ländern. Ich treffe mich mit Toikiro Ida. Seit 8 Generationen kauft seine Familie hier den Fisch für eines der erfolgreichsten Restaurants in Tokio. In dieser Halle werden die wunderbarsten Exemplare versteigert. In der besonderen Atmosphäre von Tsukiji. Der sieht gut aus. Nicht schlecht. Jedenfalls ist er frisch. Wann ist er für Sie nicht mehr frisch? Ich sage immer, eine gute Woche nach dem Fang. Den hier nicht. Jeden Tag werden hier viele Tonnen Thunfisch verkauft. Der Preis für ein Kilo klettert bis auf 1000 Euro. Vor 20 Jahren kamen hier nur Fische zum Verkauf, die in japanischen Gewässern gefangen wurden. In diesen ist der Thunfisch schon lange verschwunden. Heute kommen 40% des Thunfischs, der in Tsukiji verkauft wird, aus dem Ausland. Ein profitabler Markt, der die Gier entfacht. Wie im Mittelmeer, wo Betrug und zu hohe Fangquoten ganze Arten ausgerottet haben. Toikiro arbeitet nach den Ritualen seiner Vorfahren. Wie viele von uns will er nicht wahrhaben, dass unsere Lebensweise die Ressourcen der Erde erschöpft. In Europa fordern Umweltschützer den Verzicht auf Thunfisch, weil er auszusterben droht. Ich glaube, das Problem des Thunfischs hängt mit allen anderen Problemen zusammen, die wir heute haben. Wir fällen immer noch Bäume und zerstören den Wald. Ohne unsere Wälder gelangen keine Nährstoffe mehr in die Flüsse und somit auch nicht ins Meer. Es entsteht kein Plankton mehr und die kleinen Fische verschwinden. Und dadurch gibt es keine Nahrung mehr für den Thunfisch. Wir müssen die Welt als Ganzes schützen. Es wäre ein Fehler, sich nur auf den Thunfisch zu konzentrieren. Wir brauchen eine umfassendere Sicht. Ob wir Thunfisch essen oder nicht, das ist nicht die Frage. Auch wenn wir aufhören, Fisch zu essen, wird es nicht mehr davon geben. Die Japaner wissen, dass es diese traditionelle Nahrung nicht ewig geben wird. Ich bin überzeugt, es wird immer Thunfisch geben. Wenn wir nicht übermäßig viel davon essen und wenn wir sorgsam sind, dann wird er nicht verschwinden. Natürlich muss das Überfischen im industriellen Maßstab aufhören.
Dann können wir ihn immer weiter essen und werden noch viel Freude an ihm haben. Das Ende des Thunfischs ist gekommen. Weshalb missachten wir diese Erkenntnis? Wie wir uns doch alle gleichen. Wir wollen den Tatsachen nicht ins Auge sehen. Wir sprechen über die Abholzung, um nicht über den Thunfisch sprechen zu müssen. Und einer schiebt die Schuld auf den anderen. Diese wunderbaren Farben. Jean Fabre versucht, die Folgen unserer Ignoranz zu erklären. Unglaublich. Ich sehe ein, dass die Fischer leben müssen. Aber wenn sie weiter von diesen Ressourcen leben wollen, müssen sie sorgsam mit ihnen umgehen. Wenn man alles für einen kurzfristigen Gewinn plündert, hat man keine Zukunft. Ist das nicht paradox? Eine Art, die als eine der letzten auf dem Planeten erschienen ist, der Mensch, hat es in ein paar Jahren geschafft, uralte Arten auszurotten. Dieselben Arten, die uns jahrtausende lang ernährt haben. Vor allem diesen Fisch hat uns Mutter Natur von Anfang an in großer Menge geschenkt. Es ist absurd, wenn man bedenkt, dass wir begonnen haben, ihn zu züchten. Noch absurder ist, wir füttern ihn mit Meeresfischen. Wir müssen Fische fangen, um die Zuchtfische füttern zu können. Il va falloir aller pêcher une certaine quantité de poisson sauvage qu'on va lui donner pour le nourrir. 20 kg Meeresfisch für 1 kg Zuchtfisch. Weder die Warnungen der Wissenschaft noch Fangquoten haben bis zum heutigen Tag etwas ändern können. Nur unser Konsumverhalten kann die Zukunft des Thunfischs ändern. Jeder von uns hat ein paar Jeans. Kein anderes Produkt wird weltweit in größerer Zahl hergestellt. 1 Milliarde Hosen im Jahr. Sie glauben, Jeans und Thunfisch haben nichts gemeinsam? Sie sind Weltreisende. Die Einzelteile einer Jeans reisen bis zu 65.000 Kilometer. Sehen Sie selbst. Jeans sind ein Objekt des weltweiten Konsums. Sie werden überall getragen, sie werden überall hergestellt. Allein in Frankreich werden jedes Jahr 90 Millionen von ihnen verkauft. Ein gewaltiger kommerzieller Erfolg, über den man nicht vergessen darf, die Produktion wird auf 4 Kontinente verteilt, mit direkten Folgen für unsere Umwelt. Von der Baumwollernte über das Zusammennähen in Tunesien bis zum Transport nach Europa. Auf diesem Weg reist eine Jeans 1,5 Mal um die Welt. Schon der Transport der Rohmaterialien hat Konsequenzen. Der Gütertransport verursacht 13% unseres CO2-Ausstoßes. Das erklärt uns Charlotte Nitard, die für Robin des Bois die Luftverschmutzung beobachtet. Ein Paar Jeans hat 65.000 Kilometer zurückgelegt, bevor es in eine Boutique kommt. Ein ungeheurer Energieverbrauch. Außerdem entstehen Treibhausgase. Schmutzpartikel verunreinigen die Atmosphäre. Besonders durch Transporte auf dem Seeweg, denn der Kraftstoff der Schiffe ist meist von schlechter Qualität. Das ist ein Kreislauf, von dem die Etiketten nichts verraten. Wir erfahren nichts von der Gigantomanie der Globalisierung hinter dem Produkt, das wir in den Händen halten. Eine Jeans besteht aus 18 Teilen, die in der ganzen Welt hergestellt werden, um dann hier in Tunesien zusammengenäht zu werden. Baumwolle aus Mali für den Stoff, Indigo aus Deutschland für die Farbe, Kupfer aus Namibia für die Knöpfe, Zink aus Australien für die Nieten, Bimsstein aus der Türkei für das Vorwaschen und Reißverschlüsse aus Japan. 12 Länder im Durchschnitt für die Herstellung einer Jeans, die dann von Tunesien nach Europa, nach Asien und in die USA transportiert werden. Der ökologische Schaden, den die Produktion von Jeans anrichtet, entsteht zum einen durch den Transport und zum anderen durch den Anbau von Baumwolle. Hier Verschmutzung, da Bodenerschöpfung. Der Baumwollanbau in den USA, in Indien und China, den 3 größten Produzenten, ist immer intensiver geworden. In den vergangenen 20 Jahren hat er sich vervierfacht. Der Baumwollanbau verbraucht ein Viertel aller weltweit hergestellten Pestizide. Die Landarbeiter, die ungeschützt damit umgehen müssen, leiden an Krankheiten aller Art. In Europa sind diese Pestizide seit Jahren verboten. In Indien sind sie weiterhin auf dem Vormarsch. Das alles, damit wir Jeans und T-Shirts kaufen können.
Die Baumwolle für unsere Jeans braucht eigentlich wenig Wasser. Aber in der intensiven Landwirtschaft wird sie unersättlich. Zwischen 5.000 und 25.000 Liter für ein Kilo Baumwolle. Das ist absurd. So viel Wasser verbraucht ein Franzose in 100 Tagen und ein Bewohner der Sahelzone in einem Jahr. Nach der Ernte wird die Baumwolle versponnen und gefärbt. In Pakistan und in Italien. Von dort gelangt sie zu ihrem Fertigungsort, auf der anderen Seite des Erdballs. Biras Jebel in Tunesien, wohin französische und amerikanische Markenfirmen ihre Produktion ausgelagert haben, wegen der Löhne. 150 Euro verdient eine Arbeiterin im Monat, ein Zehntel eines europäischen Lohnes und der Preis von zwei Jeans in einem Pariser Geschäft. Aber hier geben die Jeans Tausenden Arbeit. Labidi Fati ist einer der größten Hersteller des Landes. Man kann die Spuren des Materials nicht zurückverfolgen. Es kommt aus allen Teilen der Welt. Ein globales Produkt. Die Teile kommen aus Indien, Pakistan, der Elfenbeinküste, Ägypten, Südafrika. Wenn alle beisammen sind, wird das Produkt in Tunesien oder Marokko gefertigt. Stonewashed Jeans. Maschinen zu zeigen, die die Stoffe mit Laserstrahlen verbrennen und in Blitzeschnelle altern lassen. Er wollte uns zeigen, wie die Chemikalien wieder aufbereitet werden, damit die Umwelt keinen Schaden nimmt. Das ist unsere biologische Wiederaufbereitung. Sie hat uns etwa 1 Million Euro gekostet. Die haben wir 2008 investiert. Jetzt können wir alle Abwässer unserer Fabrik bearbeiten und geben nur sauberes Wasser an die Natur zurück. In Tunesien müssen neue Fabriken per Gesetz mit Wasserwiederaufbereitungsanlagen ausgestattet sein. Oft werden ältere Betriebe den modernen Standards nicht gerecht. Viele der Fabriken am Stadtrand von Tunis entsorgen ihre Abwässer illegal und verschmutzen die Flüsse, die Meere und das Grundwasser. Die europäische Kundschaft verschließt die Augen vor diesen Umweltsünden. Hier entsorgen diese Betriebe ihre Abwässer. Wenn man das sieht, dann kann man einige Jeanshersteller getrost als chemische Werke bezeichnen. In diesen Abwässern findet man chemische Rückstände aus jedem Stadium der Fertigung. Formaldehyd, das macht den Stoff widerstandsfähiger. Farbrückstände sowie Reste von Pestiziden, die noch von den Baumwollfeldern stammen. Unbehandelt fließen sie hier ab und vergiften und ersticken die Flüsse, erzeugen Fischsterben und zerstören das Ökosystem, wie wir hier sehen können. Die meisten tunesischen Fabriken haben in jüngster Zeit große Anstrengungen unternommen, anders als in Asien. Hier gibt es auch eine völlig andere Gesetzgebung als zum Beispiel in Indien. Umweltverschmutzung und Gesundheitsschäden. Mit diesen Lasten leben die Menschen in den Fabriken und auf den Feldern. Die Reisen der Jeans quer über den Erdball senken die Produktionskosten. Auf Kosten unseres Planeten, auf Kosten der Menschheit. Wie können wir unseren ökologischen Fußabdruck verkleinern? Was können diejenigen tun, die Jeans inklusive einem Liter Pestizide und 25 Liter Erdöl nicht tragen wollen? Wir sollten fragen, wo wird produziert? Je näher, desto besser. Wir sollten eine bessere Auszeichnung der Waren fordern. An die sozialen Bedingungen der Herstellung denken. Baumwolle aus biologischer Produktion wäre ideal. Wer unbedingt abgetragene Jeans haben muss, für den gibt es eine ökonomisch und ökologisch fantastische Möglichkeit. Secondhand. In Wohlfahrtsläden findet man wunderbare gebrauchte Jeans. Und die sind noch viel billiger als die künstlich auf alt gemachten. Da gibt es jetzt zwei Etagen. Beim letzten Mal war es nur eine. Dasselbe Motiv habe ich vor 15 Jahren fotografiert. Der Unterschied ist, heute gibt es viel mehr Ställe. Wie wir sehen, ist der Fleischverbrauch in Japan gestiegen.
Natürlich sollten all diese Kühe auf Weiden stehen, aber es gibt in Japan nicht genügend Platz für grüne Wiesen. Also bauen sie solche Ställe. Trotzdem kommen 98% ihrer Lebensmittel aus dem Ausland. Wir halten das für normal. Aus diesem Traum müssen wir aufwachen. So können wir nicht weitermachen. Mit dem Wohlstand eines Landes steigt der Fleischkonsum. Hier findet keine Rinderzucht statt, sondern Fleischproduktion. Das sind Gefängnisse. Der einzige Lebenszweck dieser Tiere, Gewichtszunahme. Eingesperrt, in ihrem eigenen Mist. Langeweile und Stress führen zu Krankheiten, die mit unzähligen Medikamenten und Antibiotika behandelt werden. Für die Produktion eines Kilogramms Rindfleisch braucht man hier 7 Kilo Getreide, 10.000 Liter Wasser und die Energie aus 7 Litern Erdöl. Das Futter für diese Tiere kommt per Schiff aus den Vereinigten Staaten. Diese Art der intensiven Landwirtschaft, nur ermöglicht durch billiges Öl, befindet sich in der Sackgasse. Sie produziert mehr Treibhausgase als alle Gütertransporte zusammengenommen. Alles in der Natur hat einen Sinn. Für mich hat dieser Ort keinen. Auf der anderen Seite unseres Planeten ist ein Mann sehr zornig auf uns, Pater Edilberto Sena. Unser Verlangen nach Fleisch ist ihm völlig egal. Ihm liegt die Rettung des Amazonas-Regenwaldes am Herzen, vor dem Sojabohnen-Desaster. Unsere Essgewohnheiten haben sich verändert. Wir verbrauchen heute 5-mal mehr Fleisch als vor 50 Jahren. Um diese Millionen Tiere zu füttern, haben wir für die schnelle Gewichtszunahme durch Proteine eine Pflanze kultiviert: Soja. Heute trägt der Sojaanbau die Hauptschuld an der Vernichtung des Amazonas-Regenwaldes. Seit mehreren Jahren baut Brasilien die Pflanze in immer größerem Stil an, auf dem Weg zum zweitgrößten Produzenten in der Welt. Der Sojaanbau begann im Süden des Landes, drang immer weiter in das Landesinnere vor, bis nach Mato Grosso. Die Anbauflächen für Soja sind verzehnfacht worden. Sie reichen heute bis Santarém. Die Stadt liegt im Zentrum des Regenwalds und gehörte zu einem Naturschutzgebiet. Hier kämpft ein Priester der Stadtkirche Edilberto Sena gegen den Export von Sojabohnen. Jeden Sonntag vertritt er seinen Standpunkt mit aller Kraft, obwohl er schon mehrere Todesdrohungen erhalten hat. In dieser Region kannte man die Pflanze Soja überhaupt nicht. Nicht einmal ein Bild von ihr. Hier bauen die Menschen Maniok an, Orangen, Reis. Was ist passiert? Was haben uns die Leute aus Mato Grosso gebracht mit dem Geld ihrer Banken? Banco Amazonas, Banco do Brasil, die Geldgeber von Cargill. Cargill, einer der größten multinationalen Agrokonzerne, baut in Brasilien Soja an. Vor einigen Jahren hat er sich ohne jede behördliche Genehmigung in Santarém niedergelassen. Mit Binnenhäfen, die den Transport nach Europa ermöglichen. Die Schützer des Regenwaldes kämpften gegen den Konzern als ein Symbol der neuen Waldvernichtung. Sie brachten ihn vor Gericht. Nach 8 Jahren juristischer Kämpfe bekamen sie Recht. Die Häfen wurden geschlossen. Aber Soja hat Macht und die Gefahr ist noch nicht vorbei. Am Mikrofon eines lokalen Radiosenders kämpft Edilberto Sena dafür, dass seine Region nicht auf dem Altar ausländischer Interessen geopfert wird. Amazonas, das war einmal die grüne Hölle. Wir werden Ihnen diese Hölle heiß machen, sehr heiß.
Die Europäer müssen verstehen, dass sie ihr gutes Leben nicht auf Kosten unseres Regenwaldes führen können. Wenn wir 500, 800.000 Hektar Wald vernichten, um Soja anzubauen, um Hühner, Schweine und Rinder in Europa zu füttern, dann vergessen wir schnell, dass wir die Welt der Menschen des Amazonas zerstören. Das müssen Sie verstehen. Ein Teil der Welt kann nicht auf Kosten des anderen Teils leben. Pater Edilbertos Sorgen sind berechtigt. Weltweit explodiert der Bedarf an Soja. Die Region ist beliebt. Sie ist das neue Eldorado für die Brasilianer aus dem Süden des Landes, die von den einheimischen Bauern Land für ein Butterbrot kaufen. Sofort danach beginnen sie, den Wald zu roden. Das Gesetz erlaubt, 20% der Fläche abzuholzen. Die neuen Eigentümer scheren sich nicht um die Quote. Die Menschen haben ihr Land verkauft und zogen sofort weg. Die Angebote waren zu verlockend. Sie kannten weder den Wert des Geldes noch den ihres Landes. Sie glaubten, das Geld würde ihre Probleme lösen. Aber in Wirklichkeit ruiniert die Sojabohne die Region. Ruiniert uns alle. Für uns gibt es hier zurzeit keine Entwicklung. Die Unternehmen produzieren zwar immer mehr, aber für uns gibt es keine Arbeit. Die Region verarmt durch die Sojaproduktion, denn diese ist hochmechanisiert. Einheimische Arbeiter werden nicht gebraucht. Experten sagen der Sojabohne am Amazonas keine gute Zukunft voraus, denn ohne Bäume wird das Land wertlos und tot. Die brasilianische Regierung scheint anders zu denken. Obwohl der Sojaanbau noch Wasser giert und mit seinen Düngern den Boden zerstört, bringt er doch jährlich 10 Milliarden Dollar in die Regierungskasse. Obwohl Erde und Menschen dafür geopfert werden. Schon erobert Soja neue Gebiete, die unter Naturschutz stehen. Die der Indianer am Amazonas. Wie hier der Xingu-Nationalpark. Der Bedrohung durch die Abholzung folgen nun die Schäden durch den Anbau der Sojabohne. Die Indianer sehen Tag für Tag die Auswirkungen auf ihr Leben. Meine größte Angst, und die haben alle Menschen am Xingu, ist, dass die Weißen die Sojabohnen bis zum Flussufer anbauen. Dann laufen wir Gefahr, dass das Wasser durch Pestizide und andere Chemikalien vergiftet wird, die die Farmer benutzen, um die Schädlinge zu bekämpfen. Wir wissen einfach nicht, wie wir dagegen kämpfen sollen. Wenige Kilometer weiter scheint in einem Dorf mit 200 Einwohnern die Zeit stehen geblieben zu sein. Auch diesen Ort wird die Sojakultur erschüttern. Früher war alles anders. Es war friedlich, aber das ist vorbei. Ich weiß nicht, was aus meinen Enkeln werden soll. Der weiße Mann ist gekommen, um uns auszurotten. Im vergangenen Jahr wurden 26.000 Quadratkilometer Wald abgeholzt. Das entspricht einem Drittel der Fläche Portugals. Diese Entwicklung muss gestoppt werden, denn die Region ist unverzichtbar für die Regulierung des Weltklimas. Für Pater Edilberto Sena steht der Kampf für seine Heimat und seine Mitmenschen im Vordergrund. Die Inuit brauchen das Packeis, um zu überleben. Und wir brauchen, nicht nur hier, den Wald und den Fluss, um zu überleben. Ganz gleich, welche Monokultur sie hier anbauen, Soja, Reis, Bohnen, für uns ist es immer das Gleiche, ein großes Unglück. Heute sind wir 6,5 Milliarden. 2050 werden wir 9 Milliarden sein. Die Hälfte der Menschheit lebt in Städten. Der Mensch ist die einzige Art, die immer mehr will. In Frankreich bieten Mega-Einkaufszentren bis zu 80.000 Artikel an. Ein Menschenleben reicht nicht aus, um sie alle zu probieren. Japan ist weltweit der zweitgrößte Importeur landwirtschaftlicher Produkte. Die Ernährung des Landes hängt zu 60% von ausländischen Produkten ab.
Die kleinen Supermärkte, die Kombini, schließen nie. Sie befriedigen ein einfaches Bedürfnis, immer essen zu können. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Kikuru Kondo ist Manager eines solchen Kombini. Er hat den Mut, uns ein System zu erklären, über das niemand zu sprechen wagt. Japan importiert sehr viele Lebensmittel und doch wird dreimal mehr weggeworfen, als hier produziert wird. Das ist unglaublich. Da stimme ich vollkommen zu. In meinem Geschäft werfe ich an einem Tag 10 bis 15 solche Tabletts in den Abfall. Dazu kommen 20 von diesen Reisbällchen. Bei den Sandwiches ist das Verfallsdatum sehr kurz. Ich muss viel wegwerfen. Wie kurz? Zugelassen sind knapp 8 Stunden. 8 Stunden? Wir haben aber die Anweisung, sie noch 2 Stunden früher wegzuwerfen. Die Welt soll wissen, wie viele Lebensmittel wir verschwenden. Sehen Sie selbst, was wir alles wegwerfen. Das könnte man alles noch essen. Das haben Sie gerade weggeworfen. Verfallsdatum war gestern. Ein kleiner Schwamm. Das ist wirklich noch gut. Hier, die ganzen Fertiggerichte. Die Krabben kommen aus Thailand. Hier, Krabben aus Thailand. Die Kartoffeln aus China. Das Fleisch aus den USA. Der Reis? Der Reis ist eine Mischung aus japanischem und ausländischem. Für dieses Mikrowellengericht sind die Zutaten schätzungsweise 4-mal um die Welt gereist. 4-mal um die Welt. Damit es hier in der Tonne endet. Lächerlich. Wenn Sie wüssten, wie viele Lebensmittel jeden Tag in Japan vernichtet werden. Ich werfe jeden Tag 3 Tüten in die Tonne. Absolut perfektes Essen geht in den Müll. In Japan gibt es 45.000 solche Geschäfte, die jeden Tag die gleiche Menge Mülltüten wegwerfen. Das macht 135.000 Müllsäcke pro Tag. Das kann man kaum glauben. Und ich werfe noch weniger weg als der Durchschnitt. Das muss uns doch nachdenklich machen. Das müssen die Menschen wissen. Weil so viele Menschen verhungern. Das hier können wir nicht länger ignorieren. Da brauchen wir ein neues Denken. Vielen Dank für die Informationen. Sie sind sehr mutig. Riskieren Sie Ihren Job? Solche Gespräche vor der Kamera haben mir meine Chefs verboten. Ein Viertel aller Lebensmittel werden vor dem Verbrauch weggeworfen. Gut verborgen haben in den Schluchten der großen Städte immer weniger Menschen genug zu essen. In Japan leiden 12% der Bevölkerung unter großer Armut. In Frankreich sind 8 Millionen Menschen davon betroffen. Weltweit rechnet man mit 1 Milliarde Menschen, die nicht genug zu essen haben. Der Stadtteil Sanya in Tokio. Akemi Fujita arbeitet ehrenamtlich für eine Hilfsorganisation. Einmal in der Woche organisiert sie eine Suppenküche für Tagelöhner und Obdachlose. In Japan werden Unmengen von Lebensmitteln weggeworfen. Dennoch müssen Sie dafür bezahlen, aus Spendengeldern. Ist das nicht lächerlich? Wir haben oft mit den Kombini und den Supermärkten gesprochen. Sie sollen uns die Lebensmittel geben, die sie sonst nur wegwerfen.
damit wir sie an Menschen weitergeben können, die nichts zu essen haben. Sie haben sich immer geweigert. Wie oft wir auch gesagt haben, ihr werft sie doch nur weg. Sie haben sich immer geweigert. Es sei verboten, Lebensmittel wegzugeben. Mir bricht es das Herz. In den letzten Jahren ist diese Verschwendung den Menschen immer klarer geworden und sie sind dagegen. Aber was wird jetzt damit gemacht? Sie verarbeiten es zu Viehfutter oder Dünger. Nur damit sie ein reines Gewissen haben und ihr Markenimage erhalten. Und das hier in einem Land mit diesem Überfluss, diesem Reichtum. Das hat viele Gründe, ehrlich gesagt. Die meisten dieser Menschen haben an Japans Wirtschaftsboom mitgearbeitet. Als dann die Rezession kam, wäre es an der Zeit gewesen, dass sie Hilfe von der Regierung bekommen. Sie bekamen nicht die Hilfe, die sie gebraucht hätten. Das Land hat nichts. Diese Menschen wurden einfach vergessen. Keiner hat je etwas für sie getan. Wir sind so gefangen in dieser Überflussgesellschaft. Sind wir wirklich bereit, unseren Wohlstand mit den Armen zu teilen? Ich denke nicht. Wir leben in einer absurden Welt, in der der Überfluss der einen den Mangel der anderen bedeutet. Unsere Gesellschaften haben ihre vornehmste Aufgabe vergessen, den Bedürftigen zu helfen. Jedes Jahr zur Zeit der Sakura, die Kirschblüte, Symbol des Frühlings, des Aufbruchs, der Vergänglichkeit. Diese Momente sind sehr selten geworden. Wir leben nicht mehr im Rhythmus der Jahreszeiten. Wer das nicht glaubt, muss nur einen Blumenmarkt in Tokio besuchen. Wir modernen Menschen haben den Kontakt zur Natur in einem Maße verloren, dass wir es für normal halten, Blumen mitten im Winter zu kaufen. Wann sind bei uns jemals Blumen im Winter gewachsen? Wir bekommen sie aus Kolumbien, Äthiopien, Kenia. Zu welchem Preis? Das wollten wir wissen. Der Naivasha-See am östlichen Rand des ostafrikanischen Grabens. 140 Quadratkilometer groß. Einer der wenigen Süßwasserseen des Landes, Oase für die großen Wildtiere Kenias und 250 Vogelarten. Am Naivasha findet man die größte Ansammlung von Gewächshäusern landesweit. 57 Blumenzuchtfarmen nur für Rosen. Die Region lebt von ihnen. Sie bringen dem Land 400 Millionen Euro Einnahmen und 50.000 Menschen Arbeit. Auf dieser Farm werden jeden Tag 100.000 Rosen verpackt, als Overnight Cargo nach Europa. Hier gibt es das ganze Jahr Sonne, billige Arbeitskräfte und kostenloses Wasser vom Naivasha-See. David Kilo, ein ehemaliger Fischer, leitet eine Organisation, die für den Schutz des Sees kämpft. Er zeigt uns die Ufer des Sees in der Nähe der Gewächshäuser. Diese Mangroven sollten eigentlich im Wasser stehen. Weil der See aber immer weiter zurückgeht, wachsen sie nun an Land. Die Mangroven sind nicht David Kilos einziges Problem. Hier sieht man, wie die Abwässer direkt in den See fließen. Wie Sie sehen, gibt es in diesem Wasser keine Lebewesen mehr. Nicht einmal Insekten überleben hier. Das heißt, das Wasser ist höchstwahrscheinlich kontaminiert. David Kilo fährt mit uns hinaus auf den See. Er will uns weitere Schäden zeigen. Ich kann mich erinnern, 1977,
da war das Wasser noch kristallklar. Wir sind darin geschwommen. Es gab viele Vögel hier und Unmengen Fisch. Unseren Lieblingsfisch, Tilapia. Dass die Vögel und die Fische verschwinden, heißt, dass etwas geschieht in diesem See. Wir fahren mit dem Boot in einen der vielen Bewässerungskanäle am Ufer des Sees. David ist sehr vorsichtig, denn das Gelände wird überwacht. Sie verhindern, dass wir sehen, was hier vor sich geht. Deshalb bauen sie diese Zäune um den See. Wir befinden uns direkt hinter einer Blumenfarm. Der Zutritt ist verboten. Die Blumenzüchter lassen sich ungern beobachten. Da hinten ist eine Abwasserpumpe. Die Schläuche führen von der Pumpe direkt in den See. In nicht mal einem Meter Entfernung. Sie verstecken sie. Wir sollen sie nicht finden. Die meisten Pumpen gehen direkt in den See. Und keine Behörde überprüft hier jemals irgendetwas. Rund um den See arbeiten etwa 100 Pumpen wie diese, mit voller Kraft, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Blumenfarmen sind zum Teil verantwortlich für den Rückgang des Wasserspiegels. Sind sie es auch für die Verschmutzung? Wir fahren zurück zu einer der Farmen. Auf einem unbewachten Weg, denn wir wollen die wirklichen Vorgänge in dieser Industrie drehen. Diese Arbeiter versprühen hohe Dosen an Pestiziden und anderen Chemikalien. Die Pflanzen sollen resistent werden gegen Insekten und Transportschäden. Kennen die Arbeiter die Risiken, denen sie ausgesetzt sind? Ich kam hierher und war glücklich, diesen Job zu bekommen. Denn hier muss jeder um seinen Lebensunterhalt kämpfen. Natürlich sind die Chemikalien gefährlich. Sie haben verschiedene Wirkungen. Manchmal juckt die Haut und manchmal fühlst du dich einfach krank und so weiter. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Ich habe den richtigen Schutz. Wenn du dich richtig schützt, kommen die Chemikalien kaum in deinen Körper. Das Risiko ist sehr gering. Wenn aber Methylenchlorid versprüht wird, gelangen hohe Dosen der Chemikalie in die Organe der Arbeiter. Blumenzucht ist ein gefährliches Geschäft. Aber dieses Thema bleibt ein Tabu. In dieser Klinik entlarvt Dr. Isaac Lumbasi, der 10 Jahre für die Blumenindustrie gearbeitet hat, diese Heuchelei. Wir haben dem Management geraten, dass die Angestellten wenigstens eine Stunde warten müssen, nachdem die Chemikalien versprüht worden sind. Aber schon 5 Minuten nach dem Versprühen der Chemikalien mussten die Arbeiter wieder zurück an die Arbeit, was wirklich sehr gefährlich für sie war. Auch wenn sie Masken aufsetzen, gelangen die Chemikalien in den Körper. Sie dringen durch die Poren der Haut ein. Sie bekommen Atemnot und sie haben Probleme mit den Augen. Sie sehen schlechter durch die Chemikalien. Sie müssen sich kratzen. Die meisten haben kein funktionierendes Immunsystem mehr. Sie werden anfälliger für Krankheiten. Eine einfache Erkältung kann tödlich sein. Es ist ein langer, sehr langer Kampf mit dem Tod. Blumen können den Tod bringen. Aber das schreckt die Arbeitslosen nicht ab, die in die Stadt kommen. In wenigen Jahren hat sich die Einwohnerzahl verdreifacht. Heute leben 250.000 Menschen am Naivasha-See. Den ganzen Tag lang holen sie Wasser aus dem See, benutzen es, verschmutzen es und schütten es zurück. Das einzige Wasser, das den Bewohnern des Slums ohne Trinkwasser und Kanalisation zur Verfügung steht. Eine alarmierende Situation. Aber niemand ist ernsthaft besorgt. Die Region braucht das Geschäft mit den Blumen. Es hilft den Menschen aus der Armut. Aber diese Entwicklung hat ihren Preis. Der Biologe Professor Kenneth Matovi von der Universität Nairobi ist einer der Spezialisten für den See. Das Wasser, das hier hereinsickert, kommt von den Blumenfarmen. Wie man sieht, ungeklärt. Dieses Wasser enthält Pestizide, Schwermetalle, Dünger. Das alles fließt durch die Rohre in den See. Die Kühe lieben es, weil es salzig schmeckt.
Sie sehen, die Herde trinkt direkt an der Quelle. Sie werden auf kürzestem Weg vergiftet. Und bald werden auch die Fische im See vergiftet sein. Dann das Zooplankton, dann das Phytoplankton und so geht die Kette immer weiter. Die Farmer bestreiten immer noch einen Zusammenhang zwischen der Rosenzucht und der Verschmutzung. Für den Wissenschaftler steht dieser fest. Jeden Monat entnimmt er Proben des Wassers, des Schlamms, des Planktons und der Fische, um sie zu analysieren. Das sind seine Indikatoren für den Stand der Verschmutzung. Dieser ist hier nicht rot. Er ist kontaminiert durch die Pestizide. Seine Kiemen sind ganz blass. Er sieht aus, als wäre er vor Ewigkeiten gefangen worden. Aber das ist ein frischer Fang, vergiftet. Wenn er nicht vergiftet ist, sieht er so aus. Die chemischen Produkte, die die Fische vergiften, fördern das Wachstum der Wasserhyazinthen, die sich von den Rückständen der Blumenfarmen ernähren. Je weiter die Verschmutzung des Sees voranschreitet, desto üppiger gedeiht diese Pflanze. Nach und nach nimmt sie dem See die Atemluft. David Kilo, der ehemalige Fischer, meint, es gibt viel zu viele Blumenfarmen. Wenn wir nichts tun, um den See zu retten, wenn sich vor allem die Art der Blumenzucht nicht verändert, dann wird der See in naher Zukunft, ich rechne mit 10 Jahren, verschwunden sein. Vielerorts kann man diese Entwicklung an den Ufern schon beobachten. Eine Warnung. Wenn wir eine Rose kaufen, sollten wir daran denken, dass die letzte Blume am Naivasha-See nicht die Wasserhyazinthe sein darf. Der Fujiyama, 3776 Meter hoch. Ein ruhender Vulkan. Die Japaner haben gelernt, mit den Kräften der Natur, auch den Verheerenden, zu leben. Vulkanausbrüche, Tsunamis und immer wieder Erdbeben. Die Form dieses Vulkans ist vollkommen. Ein Symbol der Reinheit. Im Herzen eines jeden Japaners verankert. In der Mitte des Landes gelegen, können Sie aus allen Himmelsrichtungen die immer gleiche Silhouette sehen. Wir sind mit Ken Noguchi verabredet. Der Bergsteiger ist weltbekannt. Für ihn sind die Berge Symbol und Herausforderung. Ken Noguchi ist einer der jüngsten Bergsteiger, der die 7 höchsten Gipfel auf 7 Kontinenten bestiegen hat. Beim Aufstieg auf den Mount Everest sah er gewaltige Mengen Müll, die das Dach unserer Welt verschmutzen. Zelte, Kilometer von Seilen, Gasflaschen, eingefroren im ewigen Eis. Abfall, den hunderte Alpinisten jedes Jahr zurücklassen. Ken hat beschlossen, seinen Expeditionen einen neuen Sinn zu geben. Er will die Gipfel der höchsten Berge vom Umweltmüll befreien. Seit 2000 haben seine Expeditionen 9 Tonnen Abfall eingesammelt, darunter allein 400 Sauerstoffflaschen aus allen Himmelsrichtungen in allen Hochgebirgen. Auch der Fujiyama hat sich im Lauf der Zeit zu einer wilden Müllhalde entwickelt. Hier am Fuße des Fujiyama haben wir das Müllproblem auch. Da ist schon der erste Abfall. Wie auf dem Everest. Also nicht nur in Nepal, auch in Ihrem Land. Alpinisten kommen nicht in diesen Wald und die meisten Menschen kennen das hier nicht. Im Winter ist der Fujiyama schneebedeckt und sie können den Müll nicht sehen. Aber ein europäischer Bergsteiger hat mir einmal gesagt, der Fujiyama sei einer der am meisten verschmutzten Berge der Welt. Diese Worte haben mich sehr schockiert. Ich bin im Sommer hierher gekommen,
habe mir den Schaden angesehen und dann begonnen, diese Landschaft zu säubern. Unterstützt Sie die japanische Öffentlichkeit? Als ich die Kampagne zur Säuberung des Fujiyama startete, dachte ich, die ganze Welt würde mir helfen. Aber die einheimischen Geschäftsleute befürchteten, ich würde mit dieser Aktion die Touristen vertreiben. Ich war absolut überrascht von dieser starken Gegenbewegung. Als wir mit unserer Reinigungsaktion begannen, waren wir im ersten Jahrhundert. Nach 2 Jahren 600. Nach 3 Jahren 1500. Und nach 5 Jahren waren wir 3000. Im vergangenen Jahr waren wir am Fujiyama schließlich 7000, die aus allen Teilen Japans kamen. Wenn eine Bewegung so viele verschiedene Menschen von so weit her hier vereint, dann verschwinden alle Zweifel. Im Sommer besuchen 300.000 Menschen den Fujiyama. Wenn jeder nur ein Stück von dem Müll aufhebt, dann wären das 300.000 Stück Müll weniger. Stellen Sie sich das vor. Der Anfang war schwer. Jetzt reinigen Tausende den Berg. Sind Sie jetzt optimistischer, was die Menschen angeht? Nach 10 Jahren der Müllbeseitigung denke ich, dass viele kleine Schritte außergewöhnliche Veränderungen bewirken können. Deshalb bin ich so ein Optimist. Wenn wir alle gemeinsam etwas tun, dann können wir etwas erreichen. Eine neue Studie sagt, dass die Verschmutzung in 5000 Meter Höhe im Himalaya genauso groß ist wie die in den großen Städten. Das ist unglaublich. Und dann müssen wir natürlich über die Verschmutzung im Pazifik sprechen, wo riesige Flächen aus Plastik im Wasser treiben. Ein Meer aus Plastik. Diese kleinen Plastikteile haben schon ein größeres Volumen als das Plankton. Wussten Sie das? Das ist unglaublich. Unsere Konsumgesellschaft ist auch eine Wegwerf- und Einweggesellschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Plastik der Star unter den Materialien. In den 1980er Jahren überholte die Produktion von Plastik die von Stahl. Heute sind es 250 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Vorteile dieses Materials machen es auch zu unserem ärgsten Feind. Es ist sehr billig, höchst widerstandsfähig, es ist aber auch biologisch nicht abbaubar. Und so wird es eines Tages in einen der Ozeane gespült, transportiert durch Kanäle und Flüsse. Hawaii, ein verlorenes Eiland mitten im Pazifik. Das Paradies der Surfer, Traumstrände. Klares Wasser, wie es nur selten vorkommt. Und das Meer voller Naturwunder. Ein Ort, an dem der Mensch in Einklang mit der Natur leben sollte. Dieser Ort scheint nichts mit der Traumlandschaft zu tun zu haben. Tonnen von Plastikmüll, die aus unseren eigenen Haushalten stammen könnten. Und doch sind wir am gleichen Strand. Vor nicht allzu langer Zeit waren diese Ufer noch geschützt. Captain Charles Moore kämpft schon lange für den Schutz des Pazifischen Ozeans und gegen die Verschmutzung durch Plastikmüll. Der größte Teil dieses Mülls entsteht nicht auf Hawaii oder durch den Konsum auf der Insel. Er kommt auch nicht von den Touristen. Er kommt aus dem Pazifik. Die Küste Hawaiis leidet unter dem Müll unserer Zivilisation. Wir wollen wissen, woher dieser Müll kommt. Captain Moore nimmt uns an Bord seiner Ergelita mit auf eine Reise zu einem schrecklichen Ort mitten im Ozean. Er nennt ihn den Plastikozean. Im Pazifik, an der Grenze zwischen Amerika und Asien, hat Charles Moore die Insel aus Plastikmüll entdeckt. Ein erschreckendes Ergebnis unseres grenzenlosen Konsums. Tausende Seemeilen von der Küste entfernt treibt der Nordpazifikwirbel den im Meer treibenden Müll zusammen, auf einer Fläche, die 4-mal größer ist als Frankreich. Nach dem Schock begann Charles Moore, die Öffentlichkeit zu warnen, bevor es zu spät ist. Der Plastikozean.
Die Menschen sind von dieser Entdeckung so überwältigt, dass sie die dramatischen Fakten dahinter gar nicht wahrnehmen. Wenn ich nicht dieses Schiff hätte, würde niemand darüber sprechen. Das hier ist Niemandsland. Warum aufregen? Wir sehen den Plastikozean nicht, also existiert er nicht. Auf jeder Ausfahrt hat Charles Moore bekannte Wissenschaftler und Journalisten an Bord. Er will sie vom Ernst der Situation überzeugen. Eine Plastikflasche, 4000 Seemeilen entfernt von der Küste Asiens. Wir müssen nicht mehr einkaufen gehen. Es kommt sowieso alles irgendwann hier vorbei. Auf den ersten Blick ist die größte Bedrohung kaum zu erkennen. Man braucht Spezialnetze, um die kleinen Partikel einzufangen, aus denen der Plastikozean hauptsächlich besteht. Was haben wir hier? Ein ganz trauriges Beispiel für unser Verhältnis 6 zu 1. 6-mal mehr Plastik als Plankton. Die Zusammensetzung dieser traurigen Suppe. In 30 Meter Tiefe schwimmen die kleinen Plastikteile. In dem Glas gibt es nur noch wenig Leben. Hier haben wir alle Bestandteile der Plastiksuppe, zu der der Ozean verkommt. Charles Moore ist überzeugt, dass hunderte Millionen Tonnen Plastikmüll in unseren Meeren treiben. Biologen haben das Material analysiert, mit erschreckenden Ergebnissen. Selbst die kleinsten Teilchen, die wir sehen, sind aus Plastik. Und je kleiner die Partikelchen sind, desto höher ist die Giftkonzentration in ihnen. Sie sind wie Schwämme, die jede natürliche Verunreinigung aufsaugen. Aber auch die Rückstände von Pestiziden und Chemikalien. Diese vergifteten Partikel sind das wahre Problem, weil die Meerestiere sie fressen. So werden diese kleinen Teile zu einer Giftpille, die in die Nahrungskette gelangt. Zurück nach Hawaii. Wie Charles Moore kämpft auch die Surferin und Tiefseetaucherin Morgan Turbent für die Rettung des Pazifischen Ozeans und seiner Atolle. Eines der traurigsten Bilder in meinem Leben, zu sehen, womit die Delfine spielen. Mit Plastiktüten. Es schwimmen so viele davon im Meer. Sie verfangen sich in den Flossen und sie verstopfen ihre Atemwege. Morgan hat eine Vereinigung zur Reinigung der Ozeane gegründet. Es ist kein Riesenberg, den ich einsammle. Ich fische heraus, was in meiner Reichweite ist. Beim Surfen stecke ich es in meinem Gürtel. Es ist nicht viel, aber etwas nicht einzusammeln ist genauso, als würde man es wegwerfen. Morgan will uns einen entlegenen Ort im Nordwesten von Hawaii zeigen, an dem die Verwüstung tödliche Folgen hat. In diesem Naturschutzgebiet leben vor allem geschützte Arten. Auch eine Kolonie von Leisan-Albatrossen, die zum Brüten hierher kommen. 7 Monate lang sind diese Albatrossjungen von ihren Eltern abhängig. Aber immer wieder verwechseln sie bei der Nahrungssuche Plastikmüll mit Plankton oder Krabben. In der freien Natur sterben die kleinen Albatrosse immer öfter an Dehydrierung und Unterernährung. Das hat sich durch den Plastikmüll verschlimmert, weil ihre Mägen damit voll sind, anstatt mit Nahrung und Wasser. So sterben im vergangenen Jahr 200.000 Albatrosse. Wenn man die Strände entlang geht, findet man in den Albatrossnestern keine Eier, sondern Jungtiere, die an Fehlernährung verendet sind. In ihren Bäuchen finden wir Plastik. Wenn sie verwest sind, dann kann man die Plastikrückstände sehen. Die Kadaver der Albatrosse findet man überall am Strand. Innerhalb einer Stunde sammelt Morgan verschiedene Plastikteile ein. Sie verteilt sie am Strand, um uns die Größe des Problems zu zeigen. Dieses Bild hat keine Poesie. Wir haben Gasfeuerzeuge, sogar Golfbälle, Deo-Roller. Wir haben kleine Waffen und einen Weihnachtsmann. Eine Druckerpatrone. Wäre ich ein Albatross, was würde ich zuerst verschlingen? Ich glaube nicht, dass die Menschen verstehen, was sie der Natur jeden Tag antun.
Wir alle haben das hier getan. Furchtbar. Es ist schrecklich, denn es gibt nicht nur einen Plastikozean. Vier weitere Müllhalden, deren Größe man mit der im nördlichen Pazifik vergleichen kann, findet man auf unserem Planeten. Eine Gesellschaft, die alles wegwirft, mag profitabel sein, aber die Konsequenzen sind unerträglich. Die Probleme gehen jeden an und die Lösung braucht alle Kräfte der Gesellschaft. Der Ozean selbst spuckt schon viel aus. Wir dürfen ihn aber nicht noch mehr belasten, denn er ist schon zu voll von dem Müll und das ist schon schlimm genug. Die Industrie hat sich lange Zeit wenig für das Recycling ihrer Produkte interessiert. Schwermetalle, Plastik, Düngemittel. Sorglos beuten wir die Ressourcen unseres Planeten aus, um unsere Fabriken mit Rohstoffen zu versorgen. Das ist spektakulär, das wahre Bild der Industriewelt. Die Schiffe, die Erze aus der ganzen Welt bringen und Schrott. Manchmal reden wir von Dingen, die wir nicht erklären können. Hier sprechen die Bilder für sich, die Größe der Schiffe, die Größe der Fabriken. Ein Europäer verbraucht während seines Lebens 140 Tonnen Stahl, 1000 Tonnen Erdöl sowie 3000 Tonnen Sand und Kies. Insgesamt werden 4400 Tonnen aus dem Boden geholt, um ihm seine Lebensweise zu gestatten. Bei diesem Tempo haben wir am Ende des Jahrhunderts alle Bodenschätze verbraucht. Für welche Zukunft wollen wir heute bauen? Können wir mehr Bescheidenheit leben? Oder glauben wir, die Technik wird uns dieses Leben für immer ermöglichen? Vor der Südküste Japans, unweit von Nagasaki. Eine seltsame Silhouette wird am Horizont sichtbar. Gunkanjima bedeutet Kriegsschiffinsel. Der eigentliche Name der Insel lautet Hashima. Der Mensch errichtete diese Bergbaustadt und träumte von einem modernen Leben. Die ersten Fertigbetonhäuser in Japan. Mit 5000 Bewohnern hatte diese Insel die höchste Bevölkerungsdichte, die je auf der Welt registriert wurde. Als avantgardistisches Projekt begonnen, kam das Ende des Bergbaus und der Stadt 1974 mangels Rentabilität. Dotoku Sakamoto, Sohn eines Bergmanns, lebte hier mit seiner Familie. Ist das der Spielplatz? Ja, der Spielplatz. Es gab viele Kinder hier. Das war ein sehr belebter Ort. Lange her. Der Lärm, die vielen Stimmen. Heute ist es nur noch still. Überall waren Menschen. Wann haben Sie das zuletzt getan? Vor 40 Jahren. Ihre Freunde wohnten auch hier? Ja, und da drüben das Mädchen, das meine Frau wurde. Wir gehen jetzt zu unserer Wohnung. Das sind aber 9 Stockwerke. Wie eine Filmkulisse. Aber es ist kein Film. Ein unglaublicher Ort. Hier, das war unsere Wohnung. Schöne Aussicht, oder?
Von hier hat Ihre Mutter auf Sie aufgepasst? Ja, wir haben da unten gespielt und irgendwann haben unsere Mütter gerufen, Abendessen. Es muss sehr laut gewesen sein, dieses Leben, die Massen, die Familien. Wir kamen aus Bergbaugegenden, wo es keinen Komfort gab. Hier entdeckten wir den Kühlschrank, die Waschmaschine, das Fernsehen. Unsere Eltern hatten plötzlich einen höheren Lebensstandard. Und hier, man kann sie kaum sehen, hier sind Zeichen. Sehen Sie? Unsere Größe. Ihre Eltern haben Sie hier gemessen. Das haben wir zu Hause auch gemacht. Hier. Sie sind ganz schön gewachsen seitdem. Hat Ihr Vater 6 Tage in der Woche gearbeitet oder sogar 7? Im Bergwerk gab es Schichtdienst. 3 Schichten, rotierend. Japan importiert und verbraucht weltweit die meiste Kohle. Das starke Wachstum der Industrie hat es zu einem reichen Land gemacht, das es vorzieht, im Ausland Kohle zu kaufen, statt die eigenen Vorkommen abzubauen. Deshalb wurde die Insel aufgegeben. Die Insel ist ein Symbol für das Ego der Japaner. Sie werfen weg, was sie nicht mehr brauchen. Und die Rohstoffe im Ausland zu kaufen, war für das Wirtschaftswachstum billiger. Ein Klassenraum? Ja, das ist unser Klassenraum. Mit Wandtafel? Ja, die Wandtafel. Vor 2-3 Jahren gab es hier noch eine Orgel. Da ist sie ja noch. Ist die Insel nicht ein Beispiel dafür, was uns bevorstehen könnte? Sehr gut möglich. Als dieser Ort noch bewohnt war, wurde er als das Japan der Zukunft bezeichnet. Aber vielleicht sind diese Ruinen hier die Zukunft Japans. Wenn wir immer nur Türme bauen, mehr Türme und noch mehr Türme, so wie Tokio ja ein Symbol ist für unsere schnelle wirtschaftliche Entwicklung. Diese Ruinen nehmen vielleicht die Entwicklung des heutigen Japans vorweg oder auch der ganzen Menschheit. Am liebsten bin ich immer auf dem Dach gewesen. Was sehen Sie im Himmel? Wenn ich in den Himmel sehe, fühle ich, wie ich ein Teil der Natur bin. Hier oben merke ich, dass ich lebe. Das ist keine Natur, wir sitzen auf Beton. Die Natur erobert sich diese Landschaft zurück. Also ist das auch ein Teil der Natur. Das kann niemand verhindern. Leise, ganz leise wird dieses Gebäude wieder ein Teil der Natur. Ein Franzose verursacht in einem Jahr durchschnittlich 15 Kilogramm Computer- und Elektromüll. Das ist enorm und es wird immer mehr. Weltweit kommen 400 Millionen dieses Schrotts zusammen. Das entspricht dem Gewicht von 4000 Eiffeltürmen. Wir fahren nach China in die Stadt Guyu, bekannt als eine der Hauptstädte des Mülls. Sie werden das gleich verstehen. Im Schatten der Wahrzeichen des chinesischen Wirtschaftsbooms liegt Guyu am südchinesischen Meer, ein Teil der Millionenstadt Shantou. Guyu lebt von der Verarbeitung gebrauchter Computer. Jeden Tag kippen Lastwagen hier ihre Ladungen ab. Der Schrott kommt hauptsächlich aus den USA und Europa. Innerhalb weniger Jahre ist Guyu zu einer gigantischen Deponie geworden.
Mit Werkstätten, die auf den illegalen Handel mit recycelten Computern spezialisiert sind. 200.000 Menschen arbeiten hier, die meisten arme Wanderarbeiter aus weit entfernten Provinzen. Zuerst sortieren wir das Material, dann zertrümmern wir es in der Maschine und verkaufen, was noch zu nutzen ist. Haben Sie schon mal einen Computer benutzt? Nein, aber gesehen. Für uns sind Computer ein normaler Konsumgegenstand geworden. Innerhalb eines Jahrzehnts ist seine Lebenserwartung von 6 auf 2 Jahre gesunken. Die meisten von ihnen landen hier und lassen die Schrottberge immer höher wachsen. Hier bauen die Arbeiter mit bloßen Händen alles aus, was wiederverwendet werden kann. Was tun Sie da? Ich nehme die Karten heraus. Wofür? Für Geld. Wie lange machen Sie das schon? Seit etwa 14 Jahren. Die Lungen dieser Arbeiterinnen sind ungeschützt giftigen Dämpfen ausgesetzt. Arbeitsbedingungen aus einer anderen Zeit. Aber aus einer Tonne dieses elektronischen Schrotts gewinnen sie 20 Kilogramm Zinn, 130 Kilogramm Kupfer und 450 Gramm Gold. Dieser Mann sucht nach Druckerpatronen. Er weiß nicht, dass er jeden Tag Kohlenstoffstaub einatmet. Eine karzinogene Substanz. Es gibt hier viel Staub. Natürlich habe ich Angst, dass der schwarze Staub meine Lungen krank macht. Aber was soll ich tun? Das ist meine Arbeit. Die Goldgräber des elektronischen Zeitalters. In den Dämpfen hochgiftiger Säuren gewinnen sie aus Platinen und Chipsätzen wertvolle Metalle. Cadmium, Quecksilber, Kobalt. Ungeschützt isolieren sie die in den weggeworfenen Computern vorhandenen Edelmetalle. Eine Bedrohung für ihre Gesundheit und die ihrer Familien. Die Sterblichkeitsrate der Kinder von Guiyu ist 3-mal höher als die im sonstigen China. Dr. Kuo bestätigt die explosionsartige Zunahme der Krankenzahlen durch den Elektroschrott. Erkrankungen der Atemwege sind am häufigsten. Tuberkulose ist weit verbreitet. Viele Menschen leiden an Krebs. Leber, Magen, Speiseröhren, Kehlkopfkrebs sind leider heutzutage sehr verbreitet in dieser Region. Die reichen Länder bringen jedes Jahr zwischen 20 und 50 Millionen Tonnen Elektronikschrott hervor. Sie entziehen sich ihrer Verantwortung, verfrachten ihn in Entwicklungsländer und sparen 90% der Recyclingkosten. 3/4 aller gebrauchten Computer landen heute in China. Der Rest in Afrika, in Indien oder Lateinamerika. Einerseits wollen die USA jegliche Umweltverschmutzung ihres eigenen Landes vermeiden. Andererseits subventionieren sie den Export ihres elektronischen Mülls nach Asien. Dort endet er oft in Reisfeldern oder geht in Flammen auf oder landet in Bewässerungskanälen. Das ist ein ausgewachsener Skandal. Vor allem, weil der Handel mit elektronischem Müll noch immer illegal ist. Das Basler Übereinkommen vom März 1989 soll die Verbringung gefährlicher Abfälle ins Ausland kontrollieren. 170 Länder sind dem Abkommen beigetreten. Die USA, Haiti und Afghanistan haben es nicht ratifiziert. Die chinesischen Gesetze verbieten die Einfuhr. Unsere Recherchen in Hongkong beweisen jedoch etwas anderes. Chinas wichtigster Hafen ist ein Umschlagplatz für den illegalen Handel mit elektronischem Müll. Hunderte Container bringen jeden Tag den elektronischen Schrott aus dem Ausland. Bündel von 100-Dollar-Noten, gut auffindbar in den Containern versteckt, lassen die Zollbeamten wegsehen. So gelangen Tag für Tag neue Container nach Guiyu. Als wir einen Beamten fragen, ob seine Regierung das Spiel des Westens mitspielt, fühlt er sich sichtlich unwohl. Wie soll ich diese Fragen beantworten? Ganz sicher arbeiten einige Leute am Gesetz vorbei. Wir verlangen, dass sie damit aufhören, aber sie machen weiter. Das Gesetz sieht weg. Die Chinesen verdienen mit diesem Geschäft Millionen Dollar.
Aber können wir den Chinesen diesen verheerenden Industriezweig vorwerfen, da er Millionen Arbeitern das Überleben in dieser Welt ermöglicht und die Verursacher des Übels vor allem im Westen zu finden sind? Wir sind in diesem Geschäft, um unsere Familien zu ernähren. Wir sind ein Entwicklungsland, immer noch ein Entwicklungsland. Wenn wir einmal so weit sind wie Sie, werfen wir unseren Müll ins Meer oder verkaufen ihn an unterentwickelte Länder. Jede Stunde werden auf der Erde 4000 Tonnen Abfall produziert. Allein Guiyu verarbeitet 1 Million Tonnen. Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen auf der ganzen Welt kämpfen für Veränderungen der westlichen Welt im Umgang mit ihren Computern. Der einzige Weg, dem Skandal von Guiyu ein Ende zu bereiten. Noch nie waren wir so voneinander abhängig. Unser Konsumverhalten hat globale Konsequenzen. Mit Jean Fabre gehe ich durch die Ruinen des Tempels von Gunkanjima. Jean, heißt die Lösung, lerne mit weniger zu leben? Denken wir einmal an die Generationen vor uns. Von Ludwig dem 14. bis heute. Hätten sie die ganze Kohle, das ganze Erdöl verbraucht, wo wären wir dann heute? Was würden wir über unsere Vorfahren denken? Wie würden wir zurechtkommen? Und wie verhalten wir uns heute? Wir wissen, was wir tun. Wir wissen, was passiert, und wir haben Zeit für Planungen und Veränderungen. Aber nicht genug Zeit. Wenn wir all unsere Energie konzentrieren, können wir es schaffen. Wir müssen einen Vertrag schließen, der alle Menschen auf der Erde bindet. Einen ökonomischen Vertrag, einen sozialen Vertrag, einen ökologischen Vertrag. Wir müssen über unsere Werte nachdenken. Was ist wichtig in unserem Leben? Zählt jeder Mensch oder nicht? Die Natur, zählt sie oder nicht? Unsere Gemeinschaft, ja oder nein? Wenn wir diese wichtigen Fragen beantwortet haben, können wir alle Unterschiede überwinden. Wir müssen eine neue Dimension erreichen. Wir müssen unser Zusammenleben neu erfinden. Wir sollten keine Angst haben, als naiv angesehen zu werden. Denn es ist nicht naiv. Das ist die Mutter aller Dinge. Was zählt in der Natur? Was ist in unseren Herzen? Was ist, wenn jemand bei einer Szene im Kino weint? Wenn ein Buch jemanden berührt? Wenn jemand in die Augen eines Kindes blickt und sich sagt, ja, das ist wichtig für dich, weil ich jemanden liebe. Ihm etwas geben, etwas bauen. Lieben, das ist erschaffen, nicht verbrauchen. Unser Konsumverhalten hat den Planeten Erde in eine gigantische Fabrik verwandelt, die mit aller Kraft arbeitet. Das Schicksal der Natur mit all ihren Tieren liegt in unseren Händen. Der Mensch gefährdet seine Existenz, wenn er die Verbindung zur Natur zerstört. Was werden wir tun, wenn wir alle Schätze der Natur verbraucht haben? Wo finden wir dann Zuflucht? Wir müssen neue Wege finden, der Produktion und des umweltfreundlichen Konsums. Weshalb lassen wir uns nicht von der Natur inspirieren? Diese japanischen Makaken können Temperaturen bis weit unter minus 20 Grad ertragen. Sie suchen Zuflucht in heißen Quellen. Die Makaken haben Menschen beobachtet und nachgeahmt. So kamen sie in den Genuss dieser geothermischen Erscheinung. Wenn wir sie beobachten, können wir auch viel lernen. Ich
Es ist wunderbar, welches Vergnügen sie daran haben, in diesem warmen Wasser zu sitzen. Es ist das Bild des reinen Glücks, die geschlossenen Augen, wenn sie entlaust werden. Großartig. Was für ein Schauspiel. Wie geht's? Das alte Männchen wacht über seine Familie. Der Mensch hält sich für die am höchsten entwickelte Art auf der Erde. Aber haben wir eine Vision? Überprüfen wir unsere Lebensweise? Handeln wir verantwortlich? Diese japanischen Makaken nehmen wie alle Tiere von der Natur nur das, was sie brauchen. Unser Lebensstil in den reichen Ländern suggeriert den Menschen, kauft, werft weg, kauft neu. Aber 3/4 der Menschheit kennen diesen Überfluss nicht. Wir müssen unser Leben entsprechend unserer wirklichen Bedürfnisse organisieren, damit wir alle gleichermaßen vom Reichtum der Erde profitieren. Die Natur macht uns Angebote, die kein Supermarkt der Welt übertreffen kann. Wir haben die Kraft, durch unsere Handlungen Teil der Lösung zu werden. Auf Wiedersehen. Ich möchte allen danken, die uns anregten, über die Gefahren des maßlosen Konsums nachzudenken und über andere Möglichkeiten. Ich bedanke mich herzlich bei Jean Fabre. Seine Menschlichkeit und seine Herzenswärme haben mich tief berührt. Dank an Toikiro Ida für seine Ehrlichkeit, obwohl wir nie die gleiche Meinung über Thunfische haben werden. Dank an Thibert Dunia, Robert Makilu und Carmen Vidal, die für den Schutz des Kongo vor den Händlern des Krieges kämpfen. Dank an Charlotte Nitar, die uns erklärte, was die Label der Jeans verbergen. Ein besonderer Dank an Pater Edilberto Sena. Sein Kampf gegen die Agrokonzerne am Amazonas verdient unseren Respekt. Dank an David Kilo, Kenneth Matuvi und Dr. Isaac Lumbasi für ihren Kampf gegen die Blumenindustrie Kenias. Besonderen Dank an Kikoro Kondo für seinen Mut, uns den Skandal einer Verschwendung zu zeigen. Dank an Ken Noguchi, dessen kleine Gesten ganze Berge versetzen können. Dank an Morgan Turbant und Charles Moore. Ihr Ruf um Hilfe sollte über alle Ozeane hinweg gehört werden. Herzlichen Dank an Dotoku Sakamoto, der uns die Tür in ein Universum öffnete. Und ein Dank aus vollem Herzen an Akemi Fujita, die sich den von der Gesellschaft Vergessenen widmet. Wie alle anderen Teile von Die Erde von oben wurde auch dieser nach dem Prinzip der CO2-Kompensation hergestellt. Was heißt das? Bei unseren Flügen mit Helikoptern und Flugzeugen, die für die Produktion notwendig waren, haben wir ungefähr 91 Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre abgegeben. Ein Treibhausgas, das zur globalen Erwärmung beiträgt. Das ist die Menge, die 11 Franzosen jährlich in die Atmosphäre leiten. Gemäß unserer Überzeugung haben wir beschlossen, diese Menge zu kompensieren, indem wir die Aktion Carbon unterstützen. Dieses Projekt hilft Nichtregierungsorganisationen in Asien, Südamerika oder Afrika in ihren Bemühungen, die Bevölkerung, die mit Holz heizt und kocht, mit sauberen Brennstoffen zu versorgen. Zum Beispiel wird in China und Indien Biogas aus Tierexkrementen hergestellt. In Bolivien und Peru wurden Solaröfen gebaut. In Senegal wurde ein besonderes Saatgut entwickelt. Ökologisches Kochen verhindert den Verbrauch nicht erneuerbarer Energiequellen, hilft im Kampf gegen die Abholzung der Wälder und verringert den jährlichen Ausstoß von Kohlendioxid um mehrere tausend Tonnen. Wir kämpfen gegen die globale Erwärmung. Das ist uns wichtig.